Warum ist das Top 5? So, ja, hallo meine Fotzi-Bärchens. Erstmal Ping, ne? Und dann darf ich euch herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Top 5 Chart Erfolg Ausgabe, wie auch immer, eine weitere Top 5, wo ich mich dieses Mal mit den peinlichsten Platten meiner Plattensammlung beschäftige. Da musste ich tatsächlich lange durchgucken, weil ganz im Ernst, so viele wirklich richtig peinliche Platten habe ich gar nicht. Ich habe mich von vielem Scheiß halt schon sehr früh getrennt und habe auch mal irgendwann den Fehler gemacht, ganz viele Reggae- und Hip-Hop-Platten zu verkaufen, als ich das halt nicht mehr gehört habe. Heute ärgere ich mich ein bisschen, dass ich das nicht mehr so komplett in meiner Sammlung habe. Da habe ich nur so das Beste behalten oder was mir am besten gefallen hat. Da habe ich sehr viel verkauft und seitdem habe ich mir geschworen, nie wieder eine Platte zu verkaufen, egal wie schlecht sie ist. So. Oh. Müssen wir mal trinken hier, damit wir, ne, in Gang kommen. So. Ich habe jetzt auch, das ist jetzt auch nicht Platz Nummer 5, also Platz 1 ist die peinlichste oder Platz 5 die unpeinlichste, das habe ich jetzt einfach random rausgezogen. Ich habe mir, wie gesagt, die Plattensammlung durchgeguckt und dann kommen wir mal zum ersten hier. Ja, Moby, Why Does My Heart Feel So Bad. Eigentlich kein ganz so schlechter Song, wie ich finde. Und dann habe ich mir halt, bin ich in den Plattenladen gerannt und habe mir die Maxi geholt, weil ich halt nur die Maxi haben wollte. Stellte dann zu Hause aber dummerweise fest, dass da nur so DJ-Remixe drauf sind und dass es so ein Bum-Bum-Techno ist. Also Bum-Bum-Techno-Version von dem eigentlichen Song, den ich gar nicht so übel finde, um ganz ehrlich zu sein. Also hier Platz Nummer 5, ne? Moby, Why Does My Heart Feel So Bad. So, und wo wir eben schon bei Hip-Hop waren, da gibt es natürlich super viele Bands, die ich auch heute noch richtig geil finde. Da kommen wir aber ein anderes Mal zu, weil in der Sammlung können wir auch nochmal stöbern, wenn euch das interessiert, wenn ihr mal den Gore-Minister durch seine Hip-Hop-Sammlung wühlen sehen wollt. Ich meine, ich habe ja auch mal einen Track gemacht, auch damals schon mit ein paar Freunden so ein bisschen rumexperimentiert. Also so ganz hat mich das Thema nie losgelassen. Trotzdem ist mir eine Hip-Hop-Platte sehr peinlich und das ist... ja, die vierte Dimension von den Fantastischen Vier. Tag am Meer, ja, fand ich, war ein chilliger Track. Da kann man ganz gut so relaxen. Aber ich weiß nicht so, in allem finde ich die Platte, wenn ich sie heute hier so in Händen halte und mal gucke und die Tracks nochmal höre oder so, finde ich nicht so geil. Da gibt es auch einen Song, Sieh dich im Spiegel an. Der wurde seinerzeit mal gecovert, dann die Fantastischen Vier mit den Megalomaniacs, wenn die noch jemand kennt, so ein Projekt gemacht, Mega Vier. Da finde ich die Version allerdings ziemlich gut, das mag aber auch daran liegen, dass das mehr so, ja, Rumgebrülle ist und die ganze Sache auf so eine eher metallisch-independent-Schiene gehoben wurde. So, ja, Platz Nummer 4. Die Fantastischen Vier, die vierte Dimension. Platz Nummer 3, da kommen wir gleich zu 2. Warum 2? Weil es davon 2 Versionen gibt. Und zwar die deutsche und die englische. Rede ist von Paul Hardcastle, 19 oder 19. Ja, das ist so eigentlich sehr sozialkritisch, weil er da die Umstände in Vietnam anprangert und halt sagt, dass jeder, also der durchschnittliche Soldat halt 19 Jahre alt war, der da hier in... Vietnam zu Felde gezogen ist für die USA. Wir einigen uns da mal auf Unentschieden, was diesen Krieg angeht. Aber so richtig gewonnen haben die lieben US-Leute das ja nicht. Ja, 19 oder 19, Paul Hardcastle. Hier German Version einmal, ne? So hier. Und da ist die Extended Version. Das sind auch so Maxis. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die eigentlich her habe, aber ich glaube, die fand ich. Damals fand ich das als Kid, wann kam das denn raus? Ey? Ich guck mal gerne, wann das rauskam. Steht jetzt hier. Doch, 85. Da war ich zarte, ja, da war ich... Aber da habe ich damals ja auch schon Platten gesammelt. Also meistens Singles, aber auch viel so Maxi-Zeug. Und ja, habe da schon angefangen, meine Eltern mit komischer Musik zu penetrieren. Und ich glaube, ich habe es mir nicht selber gekauft. Ich glaube, ich bin meiner Mutter so lange auf den Sack gegangen, bis sie mir das halt gekauft hat und sagte, gib einfach Ruhe.
So. Platz Nummer 2. Ja, finde ich bis heute sehr lustig. Den Platz Nummer 2 kann ich auch eigentlich noch so halb drüber lachen. Das war gerade in den 80ern war das total in Mode, so Witzeplatten zu haben. So Fips Asmussen und so die ganze Scheiße. Und ja, meine Eltern und so, die hatten dann natürlich auch so Otto-Platten und Mike Krüger und Fips Asmussen und was weiß ich, so Platten. Wen ich aber lustig fand, war Didi Hallervorden mit der Platte Plem Plem. Ja, und warum ich die gut fand oder finde, immer, eigentlich finde ich die noch immer gut, die ist mir zwar ein bisschen peinlich, aber die finde ich eigentlich immer noch gut, weil da ist der tolle Song drauf, ich bin der Asphalt-Cowboy aus Dortmund-Aplerbeck. Und da habe ich mich immer gefragt, ja wie, der singt ja über Dortmund, boah wie geil ey, die ist voll der Dortmunder. Dabei, kleine Story am Rande, ich meine mal in einem Interview gelesen oder gesehen zu haben, weiß nicht, ob das gelesen oder ein Interview im Fernsehen war, da hat er nämlich gesagt, er ist eine Zeit lang immer an dieser Ausfahrt vorbeigefahren, weil er da irgendwie ein Theater oder Aufnahmen, irgendwas musste er machen und er ist dann halt immer an Dortmund-Aplerbeck vorbeigefahren und fand den Namen so beschissen, dass er da halt so einen Song drüber gemacht hat. Sehr, sehr, sehr witzig, habe ich... finde ich eigentlich heute auch lustig, aber wenn man es mal so betrachtet, ist es schon eine peinliche Platte. Immer trinken dabei, ne? So, aber, und da kann ich jetzt wirklich ganz von tiefstem Herzen sagen, die ist mir sehr peinlich, zeige ich euch aber trotzdem. Mysterious Arts, das Omen, die Story. Das ist so aus dieser, ja, was ist das? So diese Dancefloor, Eurodance-Ära. Und dann gab es halt Mysterious Arts oder Mysterious Art, die so ein bisschen so, ja, wie soll man das sagen, so mystisch, einen gruftigen Einschlag hatten. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich übelster Eurodance, aber halt mit diesen, wie soll ich das am besten beschreiben? So mit Intro und Sprecher am Anfang und Geschichte erzählen und so ein bisschen, ja, gruselig will ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen unheimlich gemacht. So, und das so Mysterious Arts, ne? Fand ich halt als Teenie, ja, was willst du machen, ne? Also ich habe ja angefangen, Musik zu hören, eigentlich auch mit Hip-Hop. Bin dann sehr schnell zum Punk gekommen und das war, glaube ich, so eine überschneidende Sache, wo das noch irgendwie jeder gehört hat oder wo man das haben musste, keine Ahnung. Und dann habe ich halt die Platte gekauft. Ja, sogar das Album ist das sogar, sehe ich gerade. Das ist sogar das Album. Scheiße. Da sind alle Stücke drauf. The Beyond, Karma, Fallen Angel, Don't Fly Too High, Heaven's Door. Homunculus, Requiem und natürlich das Omen. Ach, hier stimmt, war immer so eine tiefe Stimme. Das Omen. Ja, das war's dann heute. Peinliche Platten. Ich weiß jetzt nicht, ob es so peinlich war. Keine Ahnung. Also ich. Mir ist ja. Ich habe meine Peinlichkeitsgrenze ist halt sehr, sehr niedrig. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Findet ihr das so herbe, hammermäßig peinlich? Keine Ahnung, könnt ihr mich gerne für verurteilen. Ihr wisst ja, gebe ich eh einen Fick drauf. Könnt ihr euren Daumen runter geben oder einfach auch mal lachen über die Scheiße, die ich euch jetzt gezeigt habe. Ich sag dann mal, wir sehen uns in dem nächsten Top 5 Review durch die Nacht. Ihr kennt das Spiel und jetzt abschalten, ne? Und hier dieses Abo-Gewinsel hier, fickt euch alle, jetzt abschalten, du. Abschalten.